Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Derail Valley. Ich habe mir endlich die Militär-1-Lizenz geholt und wir werden natürlich entsprechend eine Militäraufgabe heute mal machen. Und zwar hier. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir von hier aus bis zum Hafen runterfahren. Dann fahren wir auch eine Strecke, die wir auch so noch nicht gefahren sind. Also, wenn ihr das mal kurz anschaut, da auf der Militärbasis da oben sind wir, fahren wir dann die Strecke hier so runter. Hier oben bei der Brücke vorbei, ich glaube, das wird ziemlich geil. Und dann hier den Schlenker nach unten, bis wir beim Hafen sind und da das Ganze dann abliefern. Jo, schauen wir doch mal rein, was wir hier so jobmäßig haben. Wir hätten einmal rangieren für 82.000. Leerzug. Und zweimal Güterzug, 57 Tonnen und 76. Wir könnten eigentlich 140 Tonnen, 99 Tonnen. Das meiste geht vermutlich bergab eigentlich. Eigentlich soll ich mich trauen, alle drei machen? Geldtechnisch ist es natürlich ein Wahnsinn. Wir nehmen mal den hier, wo ist der Automat, oder? So. Dankeschön. Die stehen auf B6S. Dann nehmen wir den hier noch. Was? Gefahrgut darf ich nicht machen. Ah, Militär 3. Was bist du? Es mit Militär 3. Okay, das kann ich auch nicht machen. Militärbasis, Militärhaufen, das kann ich noch machen. I guess. So. Okay, das hätten wir auch. A2S. Gut, dann machen wir halt die Trenchieren und dann bleibt er. Okay, immerhin zwei Sachen. Easy going. Also, wo ist jetzt hier was? Warte mal, was habe ich denn hier jetzt überhaupt noch? Ach so, ja, den kann ich eigentlich ablegen, weil den kann ich ja nicht machen. Also, B6S. Wo ist B? Ach da. B6S, das sind die Kollegen hier. Oder? Rein von der Nummer mal schauen. Wo ist die Nummer? 020. Ja, das passt. A2S. Wo ist das? Was ist das da ganz hinten? Da hat es ja hier noch diesen Eingang in den Bunker hier. Der überhaupt nicht überstrahlt ist in weiß. Ah, A2S, hier drin. Okay, ich würde mal sagen, nachdem das der kleinere ist, holen wir das mal zuerst. Weichen sind geradeaus, geradeaus. Naja, wobei, gerade ist hier schlecht. Müssen da mal auf vorbeifahren. Hier rein. Dort durch. Entsprechend hier noch die Weiche. Einmal so. Und einmal so. Da müsste das passen. Okay. Die ist heiß und vorbereitet. Theoretisch. Da könnte man eigentlich noch ein bisschen was reinschmeißen hier. C3. Wasser ist gut. Wir müssen lösen. Auf und Abmarsch. Sehr gut. Ah, ist die schön. Macht schon Spaß. Falsche Richtung. Ah, das ist eine willkommene Abwechslung. Ich habe gerade vorher Trains in World 4 gespielt und habe mich da mal ein bisschen abreagiert. Muss mal wieder was Gutes spielen hier. Ja, ein bisschen mein Geschmack ist. Aber, obwohl jetzt meine Meinung für Trains in World 4 nicht gerade die geilste ist, die Flying Scotsman, die ist schon cool. Da haben sie mich ja schon ein bisschen erwischt. Wie wir nochmal hinsetzen? Ach, mit X. Oh,
Und schauen, dass wir da vorsichtig reinkommen. Vielleicht noch mal pfeifen. Klang jetzt nicht so gesund. Müssen wir dann gleich noch mal was anschauen hier. So, bremsen. Mehr bremsen. Da hat's mal kurz gewumst. Okay, mal raus hier. Ich wollte eigentlich... Ach, wo war denn das hier? Oder hatte die das überhaupt gehabt? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Man kann es kurz hier rauf. Das waren die zwei. Ah, mal ganz kurz reingucken. Nee, auch nicht das, was ich suche. Shit, wo war denn das? Hatte. Es ist schon ein bisschen her, dass ich D-Rail Valley gespielt habe. Ich suche nämlich gerade. Schmierapparatus oder war das nur bei der großen? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen länger weiter ran. Jetzt reicht so nicht. Wir sind dran. Gut, einmal gelöst. Ankuppeln bitte. Ich kann eigentlich gerade mal in der GUI nachgucken. Södele. Und auf. Oh, bei welchem Kollegen haben wir die Handbremse? Hier. Ach, die sind so. Okay, Moment. Hä? Ach, auf der anderen Seite. So. Alles klar. Interessante Position für die Handbremse. Generell ein bisschen spezielle Wagen. Gut, hätten wir. Dann fahren wir mal komplett raus. Und jetzt schaue ich mal hier schnell was nach. Ne, geh nochmal rein. Ich hätte gern das hier. Habe ich hier Scheibenwischer, Abschlamm, Feuertür, Hilfsbläser? Doch, da. Schmierölpumpe. So, Luftklappen machen wir mal zu. So, eigentlich... Ne, nochmal bitte nach innen gehen. Dankeschön. Machen wir das manuell hier. Nach vorne. Dankeschön. Sie quietscht. Bitte sag mir nicht, dass es zu spät ist für die Schmierpumpe. Sorry, vergessen. Okay, das passt. Ich habe das Gefühl, es ist zu spät für die Schmierpumpe. Eigentlich. Oh, Wasser. Ganz schlecht. Und komm, ich will da nicht nochmal so einen Platz haben. Ja, auf diese hätte ich mal ein bisschen früher schauen sollen. Ah, das jetzt leicht quietscht, nervt mich ein bisschen. Das wird Gott sei Dank einigermaßen übertönt.
Wieso geht der? Achso, ja, klar, wegen am Wasser. So, einmal Kohle bitte. Gut, das reicht. Leistung können wir runtergehen. Und Wasser machen wir wieder zu. Jo, wir bremsen. Wunderbar. Södere. Reichen wieder hinten. Also ein Kassatransport wäre eigentlich auch mal witzig. Südele, euch brauchen wir noch. Und ansonsten passt das Ganze. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir da ohne festeren Knutsche da hinkommen. Södele. Ja, Wasser ist sehr gut. Wenn jetzt eh nicht den krassesten Verbrauch haben bei dieser Talfahrt. Aber schöne Aussicht von hier oben. Eine nette Basis hier. Ist nur ein bisschen ab vom Schuss. So, schön vorsichtig. Oh, ein bisschen mehr Schmackes. So, jetzt ist aber gut. Einmal rollen lassen, bitte. Brecken. Nur so ein bisschen mit der Lok. Eigentlich kann ich auch hier stehen. So, bremsen. Schauen mal gut aus. Sehr gut. Oh, lösen. Jetzt muss eigentlich gleich mal einen Rums geben. Ja, sind wir schon dran. Mal kurz gucken. Ach, wir schieben die schon weiter. Okay. Einmal anschließen. Zödele. Gut, hätten wir das. Handbremse. Bist du angezogen oder hinten? Ist nicht angezogen. Ganz hinten? Ja, okay. Da war's. Nummer nochmal kontrollieren. Das war nicht dieser Auftrag. Du 20 was vorne. 1, 2, 6. Alle klar. Doppel kontrollieren hier. Da haben wir 0,44. Das passt auch. Okay, also wir müssen B3S damit und bei dem müssen wir B4S. Also gerade nebeneinander. Kriegen wir hin. Würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal auf das Gleis, wo die hin müssen. Und dann die weg. Wobei wir müssen mal schauen, wie zügig rangieren, ob wir unsere ganze Lok eventuell umsetzen müssen. Werden wir dann sehen, wie das unten aufgebaut ist. Gut. Hier nochmal rein und dann sind wir bereit für die Abfahrt. Perfekto. Wasser ist okay. Machen wir mal ein bisschen auf. So, du auf. So, glaube ich, war auf. Ne, so. Gut. Ne, Pfeife.
Ah, wisst ihr was, das gehen wir uns mal in der Außenansicht. Ah, ist schon schön. Oh, komm, bitte mehr Schmackes. Nice. Das war eigentlich auch noch meine Kombo. Große Dampflok mit der kleinen Dampflok hinten dran. Ich glaube, das gibt bestimmt ein geiles Bild. So, 60 angesagt. Gehen wir mal wieder rein. So, dreh. Hier machen wir mal ein bisschen auf. Für mehr Hitze. Da gehen wir mal ein bisschen zurück. 70 sogar. Nice. Das war eh unerreicht mit der Lok, aber trotzdem immerhin. Oh, scheiße, wir haben eine schöne Steigung auch noch. Mal schön einheizen hier. Komm, geh du mal wieder zu. Das triggert mich, dass du offen bist. Hey, geh rein. Hallo. Dankeschön. 60. So, Regler ist jetzt voll offen. Soweit. Aber wir schauen mit dem Druck sehr gut aus. Es ist auch wieder so ein Trigger. Warum? Ja, und von den Weichen her sollte eigentlich alles passen. Ich habe da schon mal geschaut. 50. Kann man nochmal Gas geben. Vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Ja, Druck geht nach hinten. Oh mein, ganz auf hier. Ja, gleichbleibend. Ja, ungefähr. Weil es immer nicht so schwer, aber gut, die hat jetzt allzu viel Leistung. Komm, wenn ihr lockt, du schaffst es. Ah, schon noch ein Stückchen hier. Ja, ansonsten werden wir jetzt einfach mal ein bisschen langsamer. Also vom Geräusch her, glaube ich, hat es jetzt einpendelt. Das gefällt mir nicht, dass wir da ein bisschen zu viel verbrauchen. Nicht so gut. Feuer, was machst du? Einheizen. Sogar. Komm, Kleine, du schaffst es. Es ist natürlich nicht hilfreich, dass ich da ganze Zeit Wasser rennen lasse. Aber das brauche ich einfach momentan.
Oh, bis hierhin noch. Mindestens. Gut, dass wir da jetzt nicht schwerer sind. Entschuldigung. Machen wir mal ein Fenster auf hier. Ah, da hat man ja unsere Sonderfahrt, glaube ich, da hinten. Was hier der Abbruch ist, das glaube ich, habe ich nie gesehen. So, Moment. Hallo, Fenster. Nein, Fenster. Hallo, Fenster. Das nicht weiter nach hinten. Doch. Feuer ist okay. Alles gut. Mal kurz auf der Karte gucken, wo wir sind. Ja. Okay, ein bisschen haben wir noch zu bewältigen. Kleine Zieh. Bitte sag mir, dass da ein bisschen flacher wird. Yes! Geht sogar nach unten. Wir haben es geschafft. Wir brauchen ein bisschen mehr Wassereinspeisung. Weil Zero. So, den machen wir wieder aus. Dich auch. So, dann lassen wir ihn mal rollen. Dass wir hier mal ein bisschen Regeneration hier drin haben. Ja, passt. 80 und dann wieder 60. Ja, das ist so sinnlos. Jedes Mal. Der Druck geht sogar nach unten. Wenn wir hier nochmal aufgehen. Ah, wir werden hier einheizen. Ja, wisst ihr was? Dann einfach nur, damit wir hier mal ein bisschen mehr Druck haben. Wieder zu. Oh, wir sollten vielleicht mal ein bisschen bremsen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Oh, stimmt. Bremsen ist natürlich jetzt ein Thema. Oh, die ganze Zeit dann bergab. Ich werde Spaß mit den Bremsen haben, ja? Mal wieder. Ob die mir ein Gleis, wenn ich da schneller als 60 fahre? Ja, ich glaube, links passt, da bremsen wir nochmal. Wir 50. Überhaupt nicht so schnell. Oh. Klingt nicht so geil. Lass mal ganz kurz gucken, was die Bremsen sagen. Die sind noch happy mit mir. Noch. Oh shit, sogar 30. Bremse.
Was ist da eigentlich für eine... Ah, da hinten. Okay, lösen. Wieso kommst du nicht mehr hoch? Was ist los mit dir? Feuer ist heiß. Ja, nochmal bremsen. Sehr gut. Und lösen. Ja, das finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch. Bremsen. Ich glaube, ich immer noch 30 hier. Wo wir ein bisschen zu schnell fahren. Warte mal, was checken Luftklappen sind. Offen, Kesselspeise war auch noch ein bisschen an. Wieso gehst du nicht höher? Was ist los? Also ganz langsam tut sich was. ...80! Ja geil! Für den Moment. Kommt schon wieder 70. Oh, wie der drückt da von hinten. Genau genommen, ich brauch's eigentlich auch gar nicht, ne? Muss eigentlich wieder lassen. Moin, da ist ja unsere Stadt. Nice. 60. Bremsen. Ah, geil. Jetzt sehen wir das auch mal hier von oben. Das wäre natürlich schon geil, wenn du da unten irgendwie am Rangieren bist. Und da fährt von oben so ein Zug vorbei. Sehr geil. So, können wir da lösen. Ach so, da steht die ganze Sache. Dachte schon, da steht ein bisschen überraschend wenig rum. Ciao. Oh, wie geht's bei uns weiter? Geschwindigkeitstechnisch. Steht nichts, erst da hinten. Yeah, 10 Bar. Finally. Echt weit oben. Mal von draußen angucken. Die Kleine, die lockt ganz hoch oben. So, jetzt soll ich nicht aufpassen, wie schnell ich da fahren darf. Wird schon passen. Kamera, wieder rein. Dankeschön. 60 auf Anschlag. Nee, wir bremsen. Ich will es nicht riskieren. Ja, jetzt kommt sogar 50. Komm, bremsen. Komm, bremsen mal runter. Bitte, 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 bitte. Ich will ja nicht hinweisen. Oh, haben wir wieder kein Wasser mehr. Alles reinkippen da.
Nee, doch, wir haben Wasser. So, jetzt nur. Schaut wieder so aus, als hätten wir nichts mehr. Also wenn es so weitergeht, dann glaube ich, sollten wir recht schnell unten am Hafen sein. Wir könnten eigentlich schon mal schauen, wo wir hin müssen. Hafen war HB. Mal gucken. HB, 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 HB. Das ist dann B. Militärbasis. 4S, 3S. Wir dürfen 60 fahren. Wo muss man hin? B4S und B3S. Ich stelle das mal kurz weg hier. Okay. Ich würde mal sagen, dann macht man 3S zuerst und dann 4S. Und bei 3S waren die kurzen. Okay, müssen wir das mal umsetzen. Andererseits, wenn wir 4S zuerst machen, ist die Frage, ob wir halt mit den kurzen da oben halt irgendwie rauskommen, ne? Ah, was macht da jetzt Sinn? Zuerst die langen da rein. Oder wir setzen da unten mal die Lok einmal um und drücken das alles rein. Vielleicht ist das am intelligentesten. Ah, ich glaube, wir werden einmal umsetzen. Oder... Ah, okay. Wir machen zuerst 3S. Mal schauen, dass wir hinten die Weichen irgendwie fein kriegen. Fahren mit der Lok rum, ziehen das Ganze wieder raus und dann da wieder rein. Okay. 3S zuerst. Warum sind wir so langsam? Jetzt nach oben. Genau sind wir jetzt. Nicht Bahnhofsplan, Weltkarte. Ach, da hinten. Der letzte Teil steht. Alles klar. Also B3S zuerst, B3S. Der kleine. Ja, gut. Kriegen wir hin. Feuer. Du glaube ich jetzt gern noch mal ein bisschen was. Nice. Oh, mehr Schmackes. Und jetzt, wo ich wieder Druck habe, kann ich sie wieder rauspassen. Machen wir mal kurz Sichtkontrolle da. Ah, oh, das sieht so geil aus, wenn die auf voller Leistung ist. Oder passt alles. Bremsen auch heile fürs Erste. Ah, ja, hat schon was. Wir fahren mal ein bisschen von hier. Nee, ist eigentlich eine doofe Idee. Wir sehen nur irgendwas doofes in der Dampflok. Zu. Sehr gut. 70. Gerade bleibend. Neues. Ja, jetzt haben wir sogar zu viel Druck. Gefällt mir. Was weißt du, gehen wir hier mal ein bisschen runter. Ja, vielleicht nicht ganz runter.
Warum ist das Schild da drin? Aber ich glaube, das heißt 60, oder? Ja, 60. Sind wir auch drunter. Sehr gut. So, hier machen wir noch ein bisschen auf. Karte, wo sind wir? Falsche Karte, diese Karte. Naja, braucht noch ein gutes Stück. Machen wir ein bisschen Außenkamera. Einfach was Schönes. Und nicht ganz so laut. Ah, geil. So, haben wir noch mal ein bisschen Kohle rein. Kohleschaufel. Ich kann auch mit der Geschwindigkeit ein bisschen cheaten. Wissen Sie, ob wir die Schilder jetzt hier besser lesen können. So eine Action-Cam, das ist ganz cool. Dass du irgendwie Knopf drücken kannst, dann ist die Kamera vorne und verfolgt, so wie er vorbeifährt. So, euch machen wir auch mal zu, auf die 20. Aber rein von der Geschwindigkeit her, muss ich sagen, ist die Strecke mega angenehm. Also, dass jetzt irgendwie nicht so viel Wechsel. Sagt er, und er bekommt dann welche. So, bei dir gehen wir jetzt mal ein bisschen zurück. So auf die Hälfte ungefähr. Oder ganz weg. Eis, jetzt wieder Eis bremsen. Können wir noch mehr Bremse? Ich will es schon gar nicht mehr anzeigen. Wäre aber witzig, wenn er irgendwie durchdrehen würde. Oh, 60. Also rein so vom Geräusch her werden wir langsamer. Ah, jetzt. Schneller werden. Nice. Feuer, einmal reinschieben bitte. Gut. Jetzt haben wir da 80 auf 60. So sinnvoll. Und da geht auch noch nichts. Ab und zu habe ich da das Gefühl, die Bremsen sind schon irgendwo am Rauchen, aber es ist halt die Lok selber, was ich da so vor sich hin rauche. 40, oh scheiße. Bitte bremsen. Stück. Wo ist jetzt diese Kreuzung?
Ah, ich weiß jetzt, wo wir sind. Da ging es ja dann auf den einen Schuppen hier hoch. Dieses Geräusch ist irgendwie neu. Als würde da irgendwas... Oh! Die Bremsen sind nicht glücklich mit mir. Na ja, Gott sei Dank sind wir jetzt da. Ja. Spannend. So, habe ich die Weichen jetzt hier richtig? Ja, schaut gut aus. Sehr gut. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz auf dem anderen Monitor die Weichen in der Militärbasis machen. Und dann habe ich so B3S zum ersten. Okay, die Weiche ist schon mal richtig. Die auch, B3. Oh, fuck. Immer ein Problem. Auf B3S stehen Wagen. Oder? Das war ja schon B3S, B4S. Ja. Wir müssen die Lok hier einmal umsetzen. Das wird sonst nichts. So, Bremsen. Oh, Wasser ist mehr als voll. So, Zylinderhähne, bitte einmal auf. Alles klar. So, also, umsetzen. Wir werden hier mal... Wir werden... Ja, komm. Handbremse rein. Machen hier zu. Und Lüft raus. So, zu. Und dann hätten wir das. Okay. Dann würde ich sagen, werde ich mal ganz kurz umsetzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und so schnell geht's, wir sind auf der anderen Seite. Ich würde sagen, wir fahren gerade mal los. Und werden uns eine eigene Hilfe sein, indem wir uns doch da vorne hinsetzen. Auf den Wagen da. Und dann tun wir so, als würden wir uns selber Anweisungen geben da hinten. So. Schmackes. Vollgas. Zylinderhähne hatte ich mal vergessen aufzumachen. Tun wir mal ganz kurz. So, mehr Schmackes. Das erste Mal in die Militärbasis da unten im Hafen rein. Ja, man hört sie nur kaum. Sehr geil. Wir lassen mal rollen ab hier. Ich will auf gar keinen Fall irgendwie schnell reindengeln in die anderen Wagen da hinten. Aber interessant, dass ein Gleis belegt ist, das andere ist frei. Was steht denn da alles drin? Oh, alles Mögliche. Sogar mit den neuen Libraries, die ich mal runtergeladen habe. Geil.
Okay, das sieht auch ein bisschen speziell aus, da mit der Schräge drin. So, und jetzt müsste es da für uns nach links gehen. Und aus unserer Sicht das äußerst rechte Gleis ist unser Gleis. Bremsen. It passt. Und da stehen die Kollegen. So eine Frechheit, werde ich da abgeparkt. Mit 50 hier reindüsen. Ihr habt's Nerven. Bremsen. Ja, ein bisschen mehr bremsen. Ich würde sagen, wir bleiben so einen Meter davor stehen. So ungefähr. Alles klar. Raus hier. Sind wir da jetzt mit allen drin? Ja, das schaut ja sehr gut aus. Cool. Denn hier einmal zumachen. Dankeschön. Aufmachen. Luft weg. Und Handbremse bei einem von denen. Ich gerade hier. Hätten wir das gemacht. Und das war dann mit Beladung. Castorwagen. Brennelemente alt. Castorwagen. Also, so ein Transport würde ich eigentlich gerne mal fahren. Was wiegt denn der? Bisschen heavy. Ich glaube, das wäre too much für die Kleine da. Alle klärchen. Einmal wieder raus hier. So, lösen. Mal so auf. Einmal nach hinten. Falsche Richtung, aber ich glaube, so reicht es erstmal. Ein bisschen Express ratschieren hier. Aber ich gebe dann die Außenansicht. Sieht man es ein bisschen besser. So, Zugbremse. Bremse hin. Södele. Einmal die Weiche da und dann B4S ganz links. Einmal so. Ich glaube, das passt. Södele. Nach vorne. Bitte, danke. Ich weiß mal noch ein bisschen Kohle hinterher. Ja, das war doch eigentlich eine ganz zufriedenstellende Fahrt. Immer klar, war jetzt super schwierig, nachdem es die meiste Zeit bergab ging. Am Anfang ein bisschen die Steigung. War jetzt keine Challenge, aber wir haben aber ein bisschen was mit dem Militär gemacht. Und ich glaube, da werde ich noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, da kriegt man ganz gut Geld bei denen. So holen sie dich, ne? Mit dem Geld. Ja, nice. Okay, dann könnten wir eigentlich zur Lok gehen.
Einmal da rein, bitte. So sehen wir es ja ganz gut, wenn wir drin sind. So, break in. Wunderbar, geil. Lok ist drin, Wagen sind auch drin. Machen wir hier einmal den hier. Luft raus, abkuppeln. So, Kollege, wo hast du deine Handbremse? Da mal. Perfekt. Bei dir machen wir die Hähne auf. Ansonsten Bremse passt, aber nur zur Sicherheit Handbremse mit rein. Und dann werden wir mal die Jobs abgeben, schauen, ob das so passt. Beziehungsweise, ich schau mal hier ganz kurz vorbei. Irgendwann. Interessante Kombi. Okay. Na, spannend. So, wo ist denn das Häuschen? Das müsste. Irgendwo hier sein. Ach, da ist es. Södre, also guck mal, Kollege, ich hab das da. Nice, 56 Minuten Zeitbonus. Nice. Erwendengeld. Und den hier. 7000. Naja. Okay, Geldtasche, was sagst du? 64.000. Wie ist es denn bei den Lizenzen? Ah, mit Militär 2 und Gefahrgut. Gefahrgut. Ach du Scheiße. Ja, Militär 2 könnte man machen. Aber Gefahrgut, das wird teuer. Oh je, yeah, aber dann hätten wir es dann langsam. Okay. Ja, und dann die DE6. Ich werde noch ein bisschen fahren müssen. Okay. Keiner ist zu Schaden kommen. Die Fracht ist heil angekommen. Ja, seine Ankupplung hätte besser sein können, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz stolz auf die Fahrt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier in Derail Valley. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.